Fehler hier, Motorkontrollleuchte da, DPF voll, irgendein Teil, welches gewechselt wurde, muss wieder neu angelernt werden, alle Schrauber kennen es. Ein Diagnosegerät ist heutzutage unumgänglich. Doch in diesem Meer an Angeboten von Diagnosegeräten, welches kann was? Im letzten Video haben wir die Muka CS Produktserie behandelt, die eine solide Basis für viele Hobbybastler darstellt. Die Funktionen halten sich jedoch in Grenzen. Jetzt und heute haben wir für den Hobbyschrauber als auch für den kleinen Werkstattbesitzer definitiv den Alleskönner gefunden, nämlich das Launch CRP 919 EBT. Was macht das Launch Diagnosegerät jedoch besser als die anderen? Die Antwort auf diese Frage, alle Details, die Vor- und Nachteile und sogar ein paar Praxisanleitungen findest du in diesem Video. Bleib dran! Die Marke Launch bietet eine Vielzahl von Diagnosegeräten an, die sich in ihren Funktionen und Anwendungsbereichen unterscheiden. Auf unserer Webseite findest du eine Tabelle, die dir ein paar der Launch-Geräte gegenüberstellt. Dort kannst du, falls dir das CRP 919 ungeeignet für deinen Gebrauch erscheint, nachschauen und gegebenenfalls das passende Gerät für dich finden. Den Link zum Beitrag findest du in der Videobeschreibung. Da wir hier speziell auf unseren Preis-Leistungs-Liebling, das CRP 919 EBT, eingehen wollen, fangen wir auch direkt mit den Vorteilen an. Das CRP 919 hat eine umfassende Fahrzeugabdeckung. Es unterstützt über 120 Marken und mehr als 100.000 Modelle weltweit, was es zu einem universellen Diagnosewerkzeug macht. Alle Autos von 1996 bis heute sind kompatibel mit dem Gerät. Da das CRP 919 auf fast alle Steuergeräte im Auto zugreift, liefert es auch einen detailreichen Diagnosereport. Du hast die Möglichkeit, die kleinsten Fehler wie zum Beispiel einen Mini-Kurzschluss an den Lautsprechern zu entdecken. Mit der bidirektionalen Steuerung kannst du aktive Tests durchführen, um die Integrität von Fahrzeugsystemen zu überprüfen. Das heißt, du kannst deine Scheinwerfer ansteuern, dein AGR-Ventil ansteuern, deine Drosselklappe ansteuern und so weiter. Zusätzlich dazu hast du auch die Möglichkeit, Kodierungen vorzunehmen, wie zum Beispiel das Aufheben von der VMAX oder das Deaktivieren der Start-Stopp-Funktion. Ein weiterer Pluspunkt ist die kabellose Verbindung. Dank des Bluetooth-Adapters VCI entfällt das lästige Hantieren mit Kabeln. Jetzt kommen wir sicherlich zum größten Pluspunkt. Das CRP 919 EBT hat 31 plus Wartungsfunktionen. Diese decken nahezu alle Wartungsanforderungen ab, die ein Hobbyschrauber benötigt. Vom Ölreset bis zu den Kalibrierung des Reifendrucks, bis zu den Kalibrierung der Injektoren, DPF-Reset, DPF-Regenerierung, es ist alles dabei. Eine umfassende Liste, welche Wartungsfunktionen das Gerät alles abdeckt, findest du ebenfalls auf der Website unter dem Link in der Beschreibung. Neben den ganzen Funktionen zur Diagnose und Wartung eines Fahrzeugs, hast du förmlich gesehen auch alle Funktionen eines Android-Tablets. Apps herunterladen, im Internet surfen oder E-Mails beantworten, kannst du alles mit dem Launch-Diagnosegerät machen. Außerdem hat es ein umfangreiches Dateisystem, welches verschiedene Reparaturanleitungen und Dokumente von Fahrzeugmodellen enthält. Wie jedes Produkt hat das Launch-Diagnosegerät natürlich auch seine Nachteile. Ein Nachteil sind die Update-Lizenzen. Nach 2 Jahren Gratis-Updates kosten die Aktualisierungen dann ca. 200 Euro jährlich. Du kannst das Gerät zwar weiterhin benutzen, updaten kannst du es jedoch nur, indem du bezahlst. Der nächste Punkt sind die Kodierungen. Nicht alle Kodierungen sind bei allen Fahrzeugen möglich. Außerdem bietet das Diagnosegerät auch nicht wirklich unzählige Kodierungsmöglichkeiten an. Ein paar von denen sind sehr wohl bei einigen Fahrzeugmarken vorhanden, wie zum Beispiel das VMAX aufheben oder das Deaktivieren der Start-Stopp-Funktion. Es kann jedoch durchaus möglich sein, dass genau diese Kodierungen bei deinem Fahrzeugmodell nicht möglich sind. Der dritte und letzte Nachteil ist das Übersetzen in mehrere Sprachen. Wenn du das Launch auf eine andere Sprache übersetzen möchtest, musst du davon ausgehen, dass nicht alles zu 100% richtig übersetzt wird oder einfach weiterhin auf Englisch dargestellt wird. Kontinuierliche Updates sorgen dafür, dass auch die nicht übersetzten Begriffe schlussendlich übersetzt werden. Im Endeffekt hängt die Wahl des besten Diagnosegeräts stark von deinen Anforderungen ab. Wenn du nur gelegentlich nur einfache Fehlercodes auslesen möchtest, reicht ein einfaches Gerät, wie zum Beispiel das Muka CS4 aus dem letzten Video. Solltest du jedoch schon ein richtiger Hobbyschrauber sein und sogar eine kleine Werkstatt haben, rentiert sich das Launch definitiv. Es bietet alle Funktionen, die du benötigst, um selbst anspruchsvolle Diagnose- und Anpassungsarbeiten durchzuführen. Damit du dir einen Überblick verschaffen kannst, was andere über das Launch denken, haben wir die seriösesten Bewertungen aus dem Internet zusammengestellt und in dieses Diagramm eingefügt. Wie du siehst, sind die meisten Nutzer wirklich zufrieden mit dem Gerät, da es auch tatsächlich das hält, was es verspricht. Nun zeigen wir dir ein paar Funktionen anhand von Praxisbeispielen an einem Mercedes Vito aus dem Baujahr 2014. Damit dein Diagnosegerät auf dem neuesten Stand ist und du auch wirklich alle Funktionen benutzen kannst, solltest du einmal ein großes Update machen. Das heißt, im Update-Fenster alle Aktualisierungen einmal ausführen. Wenn du dich erfolgreich angemeldet hast, den Lizenzschlüssel eingegeben hast und die Updates ausgeführt hast, kannst du auch schon loslegen.
Um ein Auto klassisch auf Fehlercodes zu überprüfen, navigierst du einfach auf die intelligente Diagnose. Diese Funktion versucht dann automatisch, deine Fahrzeugdaten sowie VIN und so weiter herauszufiltern und eine Verbindung mit dem Fahrzeug aufzubauen. Ist die Verbindung erfolgreich, gehst du daraufhin auf den Reiter Diagnose und schließlich auf Automatical Search. Von hier aus wählst du die zutreffenden Eigenschaften aus und klickst dann auf Health Report. Den Report kannst du dann abspeichern, mit deinen Daten wie zum Beispiel den Firmennamen personalisieren und schließlich auch direkt über das Launch-Diagnosegerät verschicken. Um Live-Daten bzw. einzelne Parameter von Sensoren aufzuzeichnen, navigierst du statt auf den Reiter Health Report, wie beim Fehlercode auslesen, auf den Reiter System Selection. In diesem Menü wählst du dann den Reiter Drive aus und klickst dich dann abhängig von deinen Fahrzeugdaten durch. Im Menü angekommen, klickst du dann auf die Schaltfläche Data Stream und suchst dir die Bereiche oder einzelnen Werte aus, die du in Echtzeit betrachten und analysieren willst. Diese Live-Daten können auch aufgezeichnet und als CSV exportiert werden. Das heißt, du kannst damit eine Logfahrt durchführen. Die CSV findest du dann im folgenden Pfad: andere Module, Ordner, Reiter Local, Startverzeichnis, CN Launch, CRP 919BT, Images. Du kannst dir den Log jedoch auch direkt auf dein Diagnosegerät grafisch anzeigen lassen. Wenn du das AGR-Ventil auf Funktion überprüfen möchtest, gehst du erneut in das Menü System Selection und klickst daraufhin auf den Reiter Drive. Dort klickst du dich dann durch, je nachdem welche Eigenschaften für dein Auto zutreffen, und wählst schlussendlich im Menü den Reiter Actuation Test aus. In diesem Menü suchst du dann nach dem AGR Actuator Test. Bei diesem Test zeigt dir das Diagnosegerät den Luftmassenwert und die Stellposition des AGR-Ventils an. Wenn du das AGR mit den unteren Buttons schließt bzw. öffnest, solltest du einen größeren Unterschied in der Luftmasse sehen. Das Motorgeräusch sollte ebenfalls verändert werden. AGR auf bedeutet weniger Luftmasse, AGR zu bedeutet mehr Luftmasse. Die DPF-Regeneration findest du im gleichen Menü wie die vorherigen Wartungsfunktionen, die wir dir gezeigt haben. Unter Special Functions, wenn du nach Dieselpartikelregeneration suchst, kannst du auswählen, ob du den Partikelfilter im Stand oder während der Fahrt regenerieren willst. In den meisten Fällen muss das Abgas und das Kühlmittel eine gewisse Temperatur erreicht haben, um die Partikelfilterregeneration freizugeben. Wenn die angezeigten Bedingungen erfüllt sind und keine Warnungen anstehen, kannst du mit den unteren Button die Regeneration starten. Die Regeneration dauert ungefähr eine halbe Stunde und du kannst sie an der Prozentanzeige mitverfolgen. Das Auto dreht dann circa um die 2000 Umdrehungen und spuckt natürlich etwas schwarzen Rauch aus dem Auspuff heraus. Es wird natürlich auch heiß. Die Abgastemperaturen reichen hier bei der Regeneration von 500 Grad Celsius bis zu 850 Grad Celsius. Das heißt, bei dieser Wartungsfunktion ist Vorsicht geboten. Für den DPF-Reset begibst du dich in das Menü Special Functions, wo sich auch die DPF-Regeneration befindet. Danach navigierst du auf die Schaltfläche Initialization After Component Replacement. Im Menü angekommen, wählst du dann neben den ganzen anderen Rücksetzmöglichkeiten den Dieselpartikelfilter aus. Nach ca. 30 Sekunden bekommst du dann die erfolgreiche Meldung, dass der Asche- und Rußgehalt des Partikelfilters zurückgesetzt wurde. Dieser Reset wird hauptsächlich beim DPF-Wechsel oder nach einer DPF-Reinigung benötigt. Ebenfalls im Menü Special Functions findest du die Funktion Adjustment of Injector Injection. Im Menü angekommen findest du dann den langen Code von jedem Injektor des Motors. Diese Codes kannst du dann, falls du einen Injektorwechsel durchgeführt hast, neu vergeben bzw. die Codes der neuen Injektoren eingeben. Wenn du das Launch-Diagnosegerät das erste Mal mit dem PC verbinden willst, musst du Folgendes beachten. In den Einstellungen vom Gerät musst du unter USB-Management den USB-Switch deaktivieren. Wenn sich das Gerät dann nicht schon automatisch verbunden hat mit dem PC, musst du noch zusätzlich in den Einstellungen unter dem Reiter verbundene Geräte, USB-Verbindungen, die Checkbox,
dieses Gerät anwählen. Die USB-Verbindung mit dem PC sollte jetzt erfolgreich hergestellt werden. Das CRP919EBT bietet neben den paar genannten Funktionen noch zahlreiche weitere Wartungsfunktionen, die wir hier leider nicht alle behandeln können. Neben den Wartungsfunktionen bietet das Launch-Diagnosegerät auch interessante Nebenfunktionen. Ein Beispiel der Werkzeugkoffer, wo du verschiedene Tools mit dem Gerät verbinden kannst. Außerdem hast du Zugriff auf zahlreiche Reparaturanleitungen und Dokumente rund um den Service des jeweiligen Fahrzeugs. Das Launch CRP919EBT ist zweifellos ein leistungsstarkes Diagnosegerät, das sowohl Hobbybastler als auch professionelle Werkstätten anspricht. Die umfangreichen Diagnose- und Codierungsfunktionen, gepaart mit all den Funktionen, die wir weiter oben erwähnt haben, machen es zu einer exzellenten Wahl für alle. Trotzdem würden wir das Gerät nur Enthusiasten empfehlen, die sich wirklich mit Autos beschäftigen wollen. Solltest du nur einmal kurz den Fehlerspeicher auslesen wollen, ist dieses Gerät definitiv nicht geeignet für dich. Hier empfehlen wir dir eher sowas wie das Mucha CS4 aus dem letzten Video. Oder ähnliche Geräte mit einem noch geringeren Funktionsumfang. Das Launch-Diagnosegerät kann nämlich erschreckend viel mehr. Es kostet aber auch dementsprechend mehr Geld und fällt vielleicht nicht in jedermanns Hobbyschrauberbudget hinein. Wenn du aber ein Diagnosegerät suchst, das keine Wünsche offen lässt, ist das Launch-Diagnosegerät des CRP919EBT definitiv die richtige Investition. Wir hoffen, dir hat das Review gefallen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!